Hallo liebe Kinder, ich bin's, das Klapustri-Monster. Willkommen zu meinem Mastery-Video des Videolernzykluses Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen. Wenn ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr euch noch das Intro-Video und das Basic-Video dieses Lernzykluses ansehen. Für alle anderen erzähle ich jetzt die Geschichte von Robin und seiner Suche nach der Verbindung der vier Grundrechnungsarten weiter. Im Basic-Video haben Robin und der alte Mann durch das Ticket vom Naturhistorischen Museum den letzten Hinweis auf meinen Aufenthaltsort erhalten. Es war ein Hinweis auf das Naturhistorische Museum, deshalb machten sich beide auf den Weg nach Wien. Im Museum angekommen, kam Robin eine Idee. Auf den Hinweisen waren drei Erwachsene und drei Kinder abgebildet. Dann stand da noch ein Rabatt von 6,65 €. Und das alles am Tag des halben Preises. Vielleicht sollen wir den Eintritt berechnen. Kannst du Robin helfen? Hier noch einmal zusammengefasst. Der Eintritt für einen Erwachsenen beträgt 12,98 €. Und für ein Kind 2,12 €. Wie viel kostet der Eintritt für drei Erwachsene und drei Kinder mit einem Gutschein von 6,65 €, an einem Tag, an dem immer nur die Hälfte bezahlt werden muss? Versuche, die wichtigsten Signalwörter zu unterstreichen. Drücke dafür jetzt auf Pause. Die wichtigsten Signalwörter sind die drei Erwachsenen, die drei Kinder, der Gutschein und der halbe Preistag. Hilf Robin und versuche, dieses Textbeispiel in eine Rechnung zu fassen. Drücke dafür nun auf Pause. Für die drei Kinder muss ich 3 × 2,12 € bezahlen. Und für die drei Erwachsenen muss ich 3 × 12,98 € bezahlen. Aber durch die Distributivregel kann ich gleich die Preise addieren und dann erst mit 3 multiplizieren. Weil an dem Tag nur die Hälfte des Preises bezahlt werden muss, ziehe ich die Hälfte ab. Also dividiere ich die ganze Rechnung durch 2. Am Schluss muss ich noch den Gutschein in der Höhe von 6,65 € abziehen. Also subtrahiere ich 6,65. Spitze! Nun versuche alleine, die Lösung dieser Rechnung zu finden. Ein kleiner Tipp von mir. Runde Klammern werden immer vor eckigen Klammern berechnet. Drücke dafür jetzt auf Pause. Zuerst muss ich die Zahlen aus dem inneren Netz befreien, da runde Klammern vor eckigen Klammern berechnet werden müssen. Daher addiere ich 12,98 mit 2,12. Das ergibt 15,1. Um die Zahlen aus der eckigen Klammer zu befreien, muss ich 15,1 mit 3 multiplizieren. Das ergibt 45,3. Damit habe ich alle Zahlen aus den Klammern befreit. Weil die Punktrechnung vor der Strichrechnung gerechnet werden muss, dividiere ich nun 45,3 durch 2. Bei dieser Rechnung lautet das Ergebnis 22,65. Der letzte Schritt ist noch, 6,65 von 22,65 zu subtrahieren. Das ergibt 16. 16. 16 muss eine Bedeutung haben. Im Raum 16 ist ein digitales Planetarium. Und auf dem Hinweis war auch ein UFO. Wir sollten in diesen Raum gehen. Endlich ist jemand hier, um mich zu befreien. Seit dem Videozyklus Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Bruchzahlen halten mich die Aliens hier gefangen. Wir lassen das Klapustri-Monster erst frei, wenn du uns in Trio besiegst. Du hättest ihn aufhalten sollen und nicht direkt zu uns führen. Er war zu gut. Er hat uns ganz ohne meine Hilfe gefunden.
streitet euch nicht, sondern erklärt lieber das Spiel. Das Spiel ist ganz leicht. Wir sagen dir eine Zahl und du musst diese Zahl durch eine Rechnung mit drei Zahlen aus dem Spielfeld, die einander berühren, durch Grundrechnungsarten und Klammern darstellen. Ein kleines Beispiel zur Erklärung. Die Aliens nennen die Zahl 10,22. Nun musst du das Video pausieren und versuchen, die Zahl mit drei nebeneinander stehenden Zahlen vom Spielfeld durch Rechnungsarten und Klammern zusammenzusetzen, sodass das Ergebnis 10,22 ist. Du darfst addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren. Außerdem muss die Zahl in einer Rechnung dargestellt werden. Also musst du manchmal auch Klammern verwenden. Vergiss dabei nicht die Klapustri-Regeln. In diesem Fall wäre die Lösung, Klammer auf, 2,1 plus 5,2, Klammer zu, mal 1,4, das ergibt 10,22. Los geht's! Die erste Zahl ist 8,1. Drücke nun auf Pause. Die richtige Rechnung lautet 3,5 plus 4 plus 0,6, das ergibt 8,1. Das war einfach. Das ist richtig. Die nächste Zahl lautet 4,34. Aber du musst zwei Rechnungen finden, bei denen das gleiche Ergebnis herauskommt. Vergiss nicht, auf Pause zu drücken. Das war schon schwieriger. Aber eine richtige Rechnung lautet, Klammer auf, 3,5 plus 4, Klammer zu, mal 0,6, das ergibt 4,34. Und die zweite Rechnung lautet 1,4 mal Klammer auf 5,2 minus 2,1 Klammer zu ist gleich 4,34. Das war nur Glück. Die letzte Zahl schaffst du nie. Es ist 12,5. Drücke auf Pause. Hey, ich hab's. Die Lösung ist Klammer auf 3,5 plus 4, Klammer zu, dividiert durch 0,6. Wuhu, ich bin yeah, bei. Endlich! Robin weiß nun, wie die vier Grundrechnungsarten verbunden werden müssen und hat mich auch noch aus den Händen der Aliens befreit. Das war's mit meinem Videozyklus. Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen. Danke fürs Befreien!